Ei Gude und herzlich willkommen zurück im LS22 auf der Altenstein. Ihr seht's also hier bei unseren Hühnern. Die waren wieder über Nacht sehr, sehr fleißig und sind eigentlich viel zu voll. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben auch Enten. Entenküken haben wir auch. Erpel. Jo. Ah, Huhn weiblich. Ich wollte eigentlich verkaufen. Ich will ja keine mehr kaufen. Ich habe doch schon zu viele. Ah, bevor hier die Tiergesundheit sinkt. So. Kann ich hier nicht mal hier direkt verkaufen? Das kann doch nicht sein, oder? Nee, 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 du hier. Kann ich die beim Viehhändler eventuell direkt verkaufen? Guck mal mal. Wo ist denn der hier? Hier sind ja so viele Viehhändler besuchen. So. Für den Hühnerstall. Kann ich auch nur kaufen. Ah, wenn ich hier hinklick. Okay. Dann probieren wir das nochmal auf dem Hof. Dann probieren wir das nochmal auf dem Hof. Huhn weiblich. Ja, so geht es. Nein, ich möchte nicht ein Huhn verkaufen. So. Und da haben wir jetzt doch schon mal ein paar verkauft. Was haben wir noch so? Huhn weiblich, die geben ja auch noch mal ein bisschen Geld. Die Küken geben kein Geld. Also tun wir die weiblichen Hühner. Nein, wir wollen keine kaufen. Da haben wir doch noch ein paar. Die zwei gehen auch noch weg und die gehen alle weg. So, da haben wir jetzt mal wieder ein bisschen Platz im Hof. Dann hoffen wir, dass das mal hier erstmal soweit gut ist. Die geben hier Nachwuchs, aber es gibt hier leider nicht viel Geld für die Hühner. Aber sie legen Eier. Und ihr seht hier Wachstumsphase 5 von 6. Hier unten glaube ich, da müsste schon weiter sein, oder? Ist da auch 5 von 6? Ja, 6 von 6. Den können wir als Futter schon ernten, als GPS. Was wir nicht machen wollen. Also die Erntesaison startet auch bald. Ja gut, wir haben auch schon Mai. Ging ja schon ganz schön los. So, und jetzt hier. Erst noch mal, wie viel 480 von 500. Also das müssen wir beim Ernten auch noch im Kopf behalten hier. Verkaufen, ja. Ich kann ja nicht mehr wie 8 als verkaufen, oder? Doch. 12 lässt er jetzt zu. So, wir haben so viel Kühe. Ein männliches und ein. Wie war man davon? Küken. Müssen wir doch nochmal ins Tiermenü gucken. So, was kann ich mir doch nicht merken hier. Hühnerstall sieht gut aus.
Hühner. Huhn weiblich. 118 Stück. Die sind aber auch noch nicht geschlechtsreif. Aber trotzdem. Bevor das ausartet, weil. Ja. Nee. Männliche Hähne. 113. Oh, da haben wir 8 im normalen Hühnerstall. Da könnte man vielleicht auch noch mal ein paar weggeben. Also ganz so viel Hähne brauchen wir eigentlich nicht. Wir können doch mal. So. Da können wir schon mal ein paar verkaufen hier. Guck mal hier, Gebühr 40 Euro, 60 Euro ist der Verkaufspreis. Da machen wir gerade mal 20 Taler schon gut hier. Die bringen 100 Euro, aber 40 Euro Gebühr. Also, ja, Hühner, alles schön gut, was die wegmampfen. Hoffen wir, dass sie entsprechend Eier produzieren hier. Weil hier, ne, fast 5000 Liter in einer Nacht. Aber jetzt haben wir hier mal wieder Platz. Da verkauft man noch ein paar Hähne aus dem Stall vom Hof. Gucken wir jetzt hier nochmal rein. 73 Hähne. Ja, komm, da können wir noch ein paar weggeben. Da geben wir noch 53 ab. Auch wenn die nicht viel bringen, aber ja. Sonst sind wir ja gleich wieder überbelegt. Dann können die jetzt mal in Ruhe wachsen. Und in Ruhe nachproduzieren. Für 26 Taler. Jo. Da verbrauchen sie vielleicht auch nicht ganz so viel Futter. Da hat es ja mal ein bisschen am Platz gegeben. Jungs, hat im Hühnerstall, da müssen wir jetzt unbedingt noch mal gucken. Die haben ja jetzt wieder Platz. Also da muss man jetzt jeden Morgen, wenn man aufsteht, können wir gleich danach schauen, wie es denen geht. Wie viel da sind. So, 8 haben wir, dann verkaufen wir 4 Stück. Hey, 2 Taler, fantastisch. Was will man denn mehr? Riesensummen, wo wir hier gemacht haben. Aber gut, ändern können wir es nicht. Oh, Mixer. Boah, Mischration haben wir wenigstens voll. Das ist doch schon mal gut. Mist haben sie auch noch. Wasser ist noch ordentlich im Gewächshaus drin. Ja, und der Schweinefuttermischer muss dann irgendwann gefüllt werden. Mais, Sonnenblumen und Kartoffeln. Aber Mais brauchen wir mehr. Also da war dies ja die Anbau. Gerade mal einen Schluck trinken. War die Anbaustrategie ja auch nicht so gut. Nur 2 Felder Mais und 2 Felder Sonnenblumen. Wir brauchen eigentlich mehr Mais. Aber gut. Nächstes Jahr wird alles besser. Und dann können wir die Zeit auch ein bisschen schneller laufen lassen und schauen wir mal, was haben wir denn an Verträgen im Angebot. Ich habe da vorhin gespeichert, bevor ich raus bin. Und da war Unkrautstriegeln. Aber gut. Wir nehmen das Düngen.
Ja, Wallenpressen nicht, aber wir haben ja Material, wir haben alles da. Er kann eine Eiche loslegen. Und es gibt hier einen Tausender. Dünger haben wir ja noch ein bisschen was da. Und ich hoffe, dass wir dann nach der Ernte hier entsprechende Umsätze gemacht haben. Und dann können wir ja wieder nachkaufen, wenn wir überhaupt so viel brauchen. Und Feld 13, ja, das braucht schon einiges, weil das hat ja schluffigen Ton, deswegen haben wir das ja nicht gekauft. Und ich hoffe mal, dass unsere Kühe noch ein bisschen Gas geben mit Nachwuchs. So. Jetzt hat er die Palette von oben genommen. Bin ich mal gespannt, wo er das jetzt hernimmt. Auch von oben, okay. Naja. Ich hätte eher jetzt gedacht, dass er von unten, weil wir sogar den Düngersteuer extra abgesenkt haben. Wow. Da haben wir jetzt mal viel rausgeholt. Hatten wir doch nicht so viel mehr dastehen. Waren viel angefangene Säcke. Aber gut. So, dann begeben wir uns auf die Reise und verdienen hoffentlich einigermaßen Geld. Also trotz Frontgewicht mit den schmalen Reifen, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen hier. So. Alle Sparren rein und gut ist's. Okay, fahren wir von oben rum. Wir hätten unten am Fluss lang fahren können. Aber gut, gibt Schlimmeres. Und vor allem, ich hoffe, dass unsere Tiere noch ein bisschen Mist machen hier. Weil das, was wir haben, das kann auch alles komplett up to production. Schafis geht's gut. Oh, Wolle fängt auch an. Aber. Uiuiuiui. Nein, nicht in den Abgrund. Unsere Kühe geben ja sehr gut Milch. Das muss man ja schon sagen. So, hier ist. Ach, hier ist Feld 14 noch. Genau. Es ist auch noch 14. Hier hinten war man noch überhaupt nicht so groß. Also mal lang gefahren, aber ja. Das ist ja hier schon ein großes, schönes Feld. So, jetzt gucken wir mal. Können wir hier aufmachen? Nee. Ist auch besser so. Wer weiß, was die Leute hier machen würden. Wer wies, wer wies. Die Arbeitsbreite halte ich allerdings für ein Gerücht. Schauen wir noch mal, ob er die erkennt. Arbeitsbreite 6,5 Meter. Nee, nee, nee. Okay. Sollten wir vielleicht angekuppelt lassen. Und dann sind wir heute als Lohner unterwegs. Oh, dass hier um Geld geht. Machen wir das hier mal ganz passend. Gerade sagen, was macht er denn jetzt? So, nehmen wir das hier als Vorgewende.
Weil hier sind ja die langen Bahnen. Sonst müssen wir so oft drehen. So, einmal. Komm, drehen wir hier. Drehen, 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 drehen. An den müssen wir auch noch umstellen, müssen wir dran denken hier. Auf 12 Meter. In 12 Meter sind die Fahrgassen hier. Und zumindest bei uns. So, dann kriegt er hier Dünger. Aber es ist schon komisch hier, dass die Mission so schnell weg war. Dann, falls wir uns noch ein Feld kaufen wollen, müssen, können, dürfen, möchte ich da schon ein paar Lohndienstleistungen erbracht haben. Oh, oh, Ruder, 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 stopp. Da schwimmt er ja hier ganz schön vom Gewicht. Damit die Felder dann auch günstiger werden. Wir machen ja hier diesen Aufwand nicht aus Spaß an der Freude. Und wenn die Erntesaison startet und die Lampe hat gerade geflackert. Ja, der ist zu schwer, ich weiß. Wenn die Erntesaison startet, dann werden wir auch entsprechend mit unserem Mähdrescher Missionen machen, um das Stroh abzugreifen. Denn im Stall, weder bei den Kühen noch bei den Schweinen, ist da alles richtig voll. Und wir brauchen noch Stroh für zum Futtermischen. Und da geht ja auch einiges rein hier. So, hier können wir jetzt aber so ohne GPS durchfahren. Beziehungsweise ohne VCA. Okay. So, das hat sich doch gelohnt. Also, wir haben immer noch ordentlich Dünger drin. Und die Lohndienstleistung ist fertig. Oh, kann man denn auch abschließen? Nee, nee. Lasst mal gut sein, also hier. Ballen pressen, ja. Könnten wir auch machen, aber. Sind wir den ganzen Tag beschäftigt und dann fehlt uns die Zeit wieder. Nee. So kleinere Aufträge, ja. Aber wir werden noch den Eicher waschen. Unbedingt. Ich habe das Pro-Waschen schon aufgefüllt. Also, man glaubt es kaum, der Eicher wird mal wieder erstrahlen. Was wir halt auch so erstrahlen nennen. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dieses Jahr im Winter müssen wir unbedingt auch mal bei dem einen oder anderen Schlepper Lackierungsarbeiten machen. Die sind ja meistens auch nicht ganz so günstig. Und erst noch tanken, ganz wichtig. So, da müsste eigentlich noch genügend Diesel drin sein. Oder ein bisschen. So. Den Dünger laden wir hier aus. Dass der nicht nass wird. Und jetzt müsste eigentlich unser Eicher, da pro Waschen auch wieder voll ist, ganz schnell sauber werden. Also hier sieht man, merkt man, mit dem Kompressor, den wir haben hier, und dem pro Waschen, zack, kurz drüber und alles ist wieder wunderbar. Oh, Frontlader, den habe ich jetzt vergessen. Ah, da sieht man die Gebrauchsspuren. Aber dann soll es das für heute wieder gewesen sein.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.